Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrwe und ihr seht es schon hinter mir. Heute machen wir weiter mit unserer kleinen Point- und Figure-Reihe. Und heute geht es um das hier, Trendlinien. Wir fahren also fort in unserer Reihe über Point und Figure und ich muss euch eines sagen. Ich habe mich ja in den letzten Wochen wieder etwas mehr in das Thema eingearbeitet. Das heißt, Point und Figure, das war ja mein Startpunkt. Ne? Das war einer der allerersten Dinge, die ich wirklich intensiv an der Börse gemacht habe. Und momentan nutze ich aber nur noch einen Teil davon. Das sind diese sogenannten Sentiment Charts. Das ist das, worauf wir dann jetzt nach dieser kleinen Einführung, dann, nachdem wir das alles gemacht haben, dann zu sprechen kommen. Bloß ihr müsst halt die Basics verstehen. Und jetzt habe ich mich in den letzten Wochen wieder etwas mehr mit dem Thema beschäftigt. Ne? Das heißt, ich habe das Buch von Dorsey nochmal gelesen, habe nochmal zwei andere Bücher nochmal quer gelesen, die ich über Point & Figure habe. Und ich muss euch sagen, back to the roots. Es ist einfach großartig. Ich bin total begeistert. Viele Dinge, die ich heute nutze, gehen auf dieses Wissen von damals zurück. Und das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Und ich hoffe, euch begeistert es auch. Das heißt, wenn auch jetzt der ein oder andere sagt, was hat denn das mit Optionen zu tun und so, ne, bleibt mal dran, schaut euch das an. Das lohnt sich wirklich ungemein, kann ich euch versprechen. So, jetzt kommen wir mal hier zu diesen Trendlinien. Ich habe euch mal hier einen Chart aufgebaut. Ne? Da können wir gleich noch ein bisschen rekapitulieren, was wir hatten. Also wir haben hier Aufwärtsbewegung und das ist durch diese X gekennzeichnet. Dann haben wir hier eine Abwärtsbewegung. Dazu muss es mindestens drei Zähler nach unten gehen, also ein sogenanntes Dreier-Reversal. Ne? Und ihr seht, dann geht es hier nach unten, jetzt geht es hier wieder nach oben und so weiter und so fort. Und jetzt passiert Folgendes, und zwar Trendlinien, das ist ja immer so ein Ding. Trendlinien werden sehr, sehr gern im Trading genutzt. Das Problem bei normalen Trendlinien, also in normalen Charts, ist, wie zeichnest du die? Ich habe das schon mal gesagt und auf Seminaren erkläre ich das immer wieder. Ich bin kein allzu großer Fan von Trendlinien, also zumindest von solchen, die quer irgendwie im Raum sind. Warum? Gib 10 Tradern einen Chart, lass sie eine Trendlinie einzeichnen und es kann passieren, du hast 10 verschiedene Trendlinien. Ne? Der eine sagt, ich möchte 2 Aufsatzpunkte haben, der andere sagt, es muss mindestens 3 haben. Der eine nimmt Schlusskurse, der andere nimmt auch die Spikes. Der eine macht es ein bisschen steiler, der andere macht es ein bisschen höher. Also ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe, wie man eine Trendlinie einzeichnen kann. Und das heißt, das führt zu sehr viel Interpretation. Ne? Ich bin bullish auf etwas, lege ich die Trendlinie eher so, dass es noch passt. Ich bin bärisch auf etwas, lege ich die Trendlinie eher so, dass es auch in mein Weltbild sozusagen passt. Bei Point- und Figure-Charts ist das dagegen etwas anders, denn hier sind Trendlinien ganz, ganz klar gekennzeichnet. Und zwar Nummer 1, sie werden immer in einem 45-Grad-Winkel angelegt. Ne? Also einmal 45 Grad nach oben, beziehungsweise hier 45 Grad nach unten. Das sind dann, weiß gar nicht, was wären denn das im ganzen Kreis? 315 Grad, aber ihr wisst, was ich meine, 45 Grad. Ne? Und das Tolle ist, sie sind relativ einfach zu zeichnen. Und zwar, ich erkläre euch das mal hier an dem Beispiel. Und zwar, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung, und dann haben wir hier eine Abwärtsbewegung. Und angenommen, hier haben wir jetzt die Abwärtstrendlinie gezeichnet. Wie wird die gemacht? Und zwar immer so, ich mache es euch hier mal ein bisschen größer. Du hast von mir aus jetzt hier ein X. Das ist der höchste Punkt der Bewegung. Und dann hast du hier eben eine Umkehr gehabt. Okay? So. Und jetzt zeichnest du einfach über diese, also das sind ja hier, ist ja so ein Kästchen drin. Ne? So. Und jetzt zeichnest du einfach über diese Kästchen in einem 45-Grad-Winkel, also wenn hier das nächste Kästchen wäre, hier in einem 45-Grad-Winkel diese Trendlinie. So, und die gilt halt dann einfach. Ne? Und zwar, wie lange gilt die jetzt? Und zwar, wir machen das mal hier an dem Punkt. Der Preis, gucken wir mal, was zwischenzeitlich passiert ist. Abwärtsbewegung, also es gibt ja hier noch irgendeine Story davor, die haben wir bloß jetzt nicht mit drauf. Wieder ein bisschen Abwärtsbewegung, aber alles in einem übergeordneten Abwärtstrend. So, hier wieder nach oben. Mal angenommen, jetzt wäre hier ein Kaufsignal entstanden. Ne? Also dieses eine X hätte die andere X-Säule übertroffen. Dann wäre das ein Kaufsignal, aber in einem Abwärtstrend. Und das behandelt man natürlich ganz anders als ein Kaufsignal in einem Aufwärtstrend. So, wir sehen, es ging es wieder hier nach unten. Dann haben wir hier Verkaufssignal, ne?
eine O-Säule unterbietet oder eine vorherige O-Säule. Das heißt hier, das hier war das Verkaufssignal. Und jetzt ging es hier wieder nach oben. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme mal schnell noch einen anderen Stift dazu. Und zwar, angenommen, jetzt geht es hier weiter nach oben und jetzt würde hier ein neues X entstehen. Okay, genau auf dieser Trendlinie. Dann gilt die Trendlinie als noch nicht verletzt. Es darf genau auf die Trendlinie gehen. Erst wenn hier ein neues X käme, also eine weitere Hochbewegung, dann wäre diese Trendlinie gebrochen und dann würde man ausgehend von der vorherigen letzten O-Säule eine neue Aufwärtstrendlinie zeichnen, wieder hier in diesem 45-Grad-Winkel. Jetzt könnte es natürlich auch passieren, dass das Ganze hier wieder umdreht, sich als Fehlsignal erweist und es geht wieder nach unten. So. Und was macht man dann? Dann kann man die Trendlinie hier oben neu ansetzen und kann sie hier wieder so machen. Das heißt, die kann nur einmal etwas verschoben werden. Warum ist das hier so wichtig, wenn wir dann später auf die Bullish Percent Index oder Charts kommen? Ist es wichtig, dass wir sagen, okay, wir haben hier beispielsweise Kauf- oder Verkaufssignale, aber die sind noch in einem Aufwärtstrend oder sind noch in einem Abwärtstrend. Wir hatten beispielsweise dieses Jahr, Februar 2018, hatten wir Verkaufssignale in einigen Nasdaq-Aktien, aber in übergeordneten Aufwärtstrends. Und das muss man natürlich anders behandeln, als wenn man sagt, hey, ich habe jetzt hier einen Abwärtstrend und habe da ein Verkaufssignal. Überlegt euch mal, was das auch bedeutet im Hinblick auf geschriebene Optionen, die ihr habt. Ne? Ihr habt beispielsweise einen Put auf eine Aktie geschrieben und die ist in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Und jetzt kommt es zu einem Verkaufssignal. Dann wäre es ja wahrscheinlich schon sinnvoller zu sagen, okay, dann rolle ich mal diese Option. Andererseits, ihr habt einen Put geschrieben, der Preis geht nach unten, es gibt ein Verkaufssignal und damit wird gleichzeitig die Trendlinie gebrochen. Lohnt sich es dann noch, diesen Put zu rollen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das heißt, man kann das schon sehr, sehr gut interpretieren und beziehungsweise nicht interpretieren, sondern man kann das sehr, sehr gut nutzen. Wir wollen ja nicht interpretieren, wir wollen ja nutzen. Man kann das schon sehr, sehr gut nutzen, um eben dann für sich wirklich klare Signale herauszubekommen. Und was ist nochmal das Besondere an diesen Point-and-Finger-Charts, warum ich die so mag? Einsteiger haben es wahnsinnig schwer zu sagen, soll ich in einem Trade bleiben oder soll ich nicht in einem Trade bleiben? Ne? Ist das jetzt gebrochen oder ist das nicht gebrochen? Hier gibt es keine Interpretation. Ein Kaufsignal ist ein Kaufsignal, ein Verkaufssignal ist ein Verkaufssignal. Fast so, als wenn du mit Moving Averages arbeitest. Der ist entweder darüber oder der ist darunter. Punkt. Mehr gibt es nicht. Ne? Und deswegen ist das das Schöne. Deswegen mag ich solche Sachen auch. Nutze sie auch selber sehr, sehr gern. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt nochmal das mit den Trendlinien. Und beim nächsten Mal, im nächsten Video, werden wir uns dann mit dem Thema Bullish Percent Index beschäftigen. Was das genau ist, das gibt es im nächsten Video. Schreibt mir eure Fragen zum Thema Point und Figure einfach hier unten rein. Und mich würde auch mal eins interessieren, gibt es von euch jemand, der hier zuschaut, der intensiv mit Point und Figure Charts arbeitet? Dann schreibt mir mal einen Kommentar rein und vielleicht auch, wie ich euch erreichen kann, weil dann würde ich gerne mal euch die ein oder andere Frage stellen, wie ihr das macht, weil das sind sicherlich auch ein paar interessante Informationen für uns alle hier dabei. Also, danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare, ihr immer hier unter diese Videos schreibt und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch macht's, euch alles Gute. Jetzt, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.